Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. The Hunter, der Jagdsimulator. Also Schweine rufen hier in der Umgebung wie blöd. Wenn man jetzt wartet, kommen auch noch reichlich. Aber wir sind ja nicht zum Warten hier, ne? Nee, wir wollen ja auch unbedingt noch ein Maultierhirsch. Ja. Wenn's denn geht. Dieses Futterdingsbums da, ist es, was hast du das gekauft oder hast du das dann irgendwie schon? Das habe ich gekauft. Das habe ich gekauft und das ist rausgekommen letzte Woche erst oder letzte Woche ist das rausgekommen. Also brandneu. Das gibt's noch nicht so lange. Also für die Bären hat es das schon gegeben, aber für die Schweine noch nicht. Was kostet das zum Beispiel? Also momentan gibt es das noch als Bündel, dann heißt du kriegst ein Fass und ich glaube 4 oder 5 Futterdecke voll. Kostet 230 EMS oder 280, ich habe es nicht mehr im Kopf. Und das ist schon günstiger, als wenn ich das Fass alleine kaufen würde. Das kostet 330. Aha. Ja, EMS. Was sind 280 EMS? Also die Waffe, die du hast, die würde kosten 600 ohne Zielfernrohr. Ja. Ja. Also ich meine jetzt, in Echtgeld. In Echtgeld, also 500 EMS kosten $4,99, glaube ich. Ah, okay. Ja, also dann kann man sich das ungefähr vorstellen, ja. Also wenn du jetzt 5.000 nimmst, dann kriegst du natürlich auch schon wieder, keine Ahnung, 12 oder 20% Rabatt. Und ab und zu muss man so ein bisschen mal aufpassen, wenn spezielle Aktionen sind, wie Ostern, Weihnachten, Valentinstag oder sonst was, dann kriegt man auch teilweise Sachen günstiger. Dann verschachern die quasi auch bündelweise jetzt dieses Fass. Das ist jetzt auch gerade neu, deswegen gibt es das jetzt auch noch im Angebot. Und gleich nochmal eine Frage, was ist denn eigentlich, wenn mir Munition ausgeht oder so und oder was weiß ich, zum Beispiel Campingzubehör, das ist ja alles limitiert. Ich habe auch zum Beispiel Geruchsreduzierer, habe ich ja sogar dabei, aber nur 19 Einheiten und dann muss ich das auch wieder kaufen. Den Geruchsreduzierer musst du auch kaufen, also der, auch für Mitglieder verschwindet der. Die Munition ist so, sobald du eine Mitgliedschaft hast, ist die Munition für alle Waffen kostenlos. Wenn du nur Gast bist, hast du nur die Munition kostenlos für die 243, also die Startwaffe, die du hast. Okay. Das heißt, für die Waffe, die du hast, müsstest du Munition nachkaufen. I see. So, aber und du jetzt, hast ja die andere Waffe auch noch. Ja, und jetzt suchen wir nochmal Maultier. Ja. Hirsch. Weil das wird ja nichts hier, die Schweine, die sind ja viel zu faul heute. Ich habe auch damit gerechnet, dass wir jetzt ein bisschen mehr sehen. Oh, dann gehen wir mal in die Richtung da weiter. Ja, faul sind sie nicht. Ja, guck mal, das kommt auch immer näher hier. Nicht, dass uns das gleich noch umrennt. Ja, mach dir keine Sorgen. Wenn es einer erwischt, dann mich. Das ist Murphy's Law. Ich bin wie in den Enterprise-Folgen der Typ, der immer zuerst stirbt. Gibt's ja auch, ne? Die Red Shirts, ja. Einer, der ein rotes Hemd anhat und eine Sprechrolle hat. Genau. Sehr schön dargestellt in Galaxy Quest. EMS, was heißt denn das eigentlich? Das ist, ich meine, ich komme ja aus einer Zeit, da war das noch ein Speicher. Ja, also EM und dann das Dollarzeichen. Wofür das jetzt eine Abkürzung ist, weiß ich auch nicht. Okay. Das ist halt diese Ingame-Währung, wie es, keine Ahnung, für andere Spiele auch so eine Goldstücke und keine Ahnung, was nicht gibt. Wie man sich da kaufen kann. Ja, ich bin aber gespannt, wie das jetzt ankommt hier bei meinem Channel. Ob die Leute da mehr sehen wollen. Ich habe ja das Problem, dass meine Zeit ein bisschen sehr limitiert ist jetzt und ich ganz, ganz streng auswählen muss und ja, wirklich momentan echt nur Sachen machen kann, die richtig, richtig gut laufen. Und ja, da bin ich ja mal gespannt. Weil gefordert wurde es ja hin und wieder. Ja, es ist auch ein prima Ding und seit dem Multiplayer ist auch vor allen Dingen die Mitgliederzahl bzw. die Zahl an Spielern drastisch gestiegen, weil das haben extrem viele Leute gefordert. Deswegen haben die von Expensive World, so heißen die Entwickler,
sich richtig dran gesetzt und haben das Ding aus dem Boden gestampft. Dafür, dass das nur wirklich 10 Leute sind insgesamt, haben die da kräftig, kräftig gearbeitet und es kommen hier wirklich wöchentlich neue Sachen raus. Die haben natürlich in letzter Zeit viel an den Bugs noch gearbeitet, obwohl das Ding schon ziemlich fertig war. Es gab eine relativ kurze Beta- und Alpha-Phase, wo geladene Gäste halt arbeiten durften und probieren durften. Und das ist auf jeden Fall sehr gut angekommen. Und vor allen Dingen nebenbei entwickeln die ja auch noch neue Gebiete. Hier zum Beispiel ist Hemmedal, ist Anfang des Jahres rausgekommen. Das ist ein skandinavisches Gebiet. Damit mit dem Gebiet ist dann auch der Braunbär gekommen als neue Spezies. Wollte ich gerade sagen, weil du hast ja vorhin den Schwarz- und den Braunbären erwähnt. Und Braunbär kam ja gar nicht mal so richtig bekannt vor. Letzte Woche ist der Rotfuchs rausgekommen, der sich jetzt auf Hemmedal und Hirschfelden rumtreibt. Das ist ja quasi ein Verwandter des Kojoten. Dazu sind dann auch reichlich neues Equipment gekommen, wie zum Beispiel eine neue Kleinkaliberwaffe, neues Fernrohr für zum Beispiel die Anschützwaffen. Dann halt dieser Futterautomat für die Wildschweine ist neu gekommen letzte Woche. Dann stehen jetzt, also das sind jetzt Gerüchte, was jetzt noch kommen soll, eine Bockflinte zur näheren Auswahl, was demnächst kommen soll, und auch ein neuer Bogen. Das ist aber noch so ein bisschen Gerüchteküche, was da brodelt, aber das ist schon relativ sicher. Und vor allen Dingen die Entwickler, die arbeiten sehr eng zusammen mit den Foren. Das heißt, wenn da irgendwelche Wünsche gestellt werden, dann werden die auch bearbeitet. Und auch wenn man irgendwelche Bugs oder so meldet, dann sind die auch ziemlich schnell behoben. Also da kriegt man sehr schnell eine Antwort und wird einem weitergeholfen. Also es ist ein sehr, sehr geiles Team. Die Jungs. Hörst du gerade das Ding-Dong? Ja. Okay, dann muss ich das den Zuschauern erklären. Ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen. Also das ist jetzt nicht im Spiel. Das ist die lustige Kirche. Ja. Wohnst du mitten in der Stadt? Ich wohne mitten in der Stadt, ja. Direkt neben der Kirche. Ey. Und ich weiß nicht, in Folge 2 oder 3 unserer Tour hier hat es auch zwischendurch mal mein Sohn einen Laut von sich gegeben. Das war dann kein Tier. Das noch nachträglich zur Information. Ich würde ja gerne den Kodiak-Bären mal wieder strecken. Ja, die gibt's hier noch nicht. Also der Braunbär, der ist jetzt auch nur auf Hemmedal, also in Skandinavien zu Hause. Ist der dann schon größer als der Schwarzbär? Der ist größer als der Schwarzbär. Ja, ne, genau. Da wäre dann halt ein Grizzly oder eben gar ein Kodiak. Das wäre natürlich schon geil. Aber das gibt's ja alles noch nicht. Was jetzt momentan viel gefordert wird, ist komischerweise Afrika. Ich wollte gerade sagen, das finde ich jetzt gar nicht mal so komisch. Großwild und so, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob die Entwickler da mitmachen werden. Also zumindest so, wenn Afrika dann so in Richtung Antilopen und Büffel und so, vielleicht. Also Sachen, die es da unten noch häufig gibt und nicht die Big Five. Also das fände ich dann auch so ein bisschen ethisch daneben. Wobei mit dem Braunbär muss man auch immer gucken. Hier in Mitteleuropa ist der nun wirklich auch fast ausgestorben. Wenn man mal von Bruno absieht, der auch gestorben ist, ne? Unser österreichischer Kollege. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe das immer noch als Spiel. Also für mich ist das ein Spiel. Ja, und, richtig. Also, aber in Skandinavien bzw. in Nordrussland oder so sind Braunbären tatsächlich auch noch eine Plage, ne? Oder wenn man zum Beispiel nach Ungarn rüber geht, ne, dann da sind die ja so in der Stadt wie hier die Wildschweine in Berlin, ne? Ja. Die machen ja die Mülltonnen alle und so. Und das wird dann wieder anders gesehen, ne? Da wir ein sehr internationales Spiel hier haben. Wir haben ja Mitspieler aus
aus Spanien oder Südamerika, viele aus Polen sind auch dabei, Franzosen, Italiener. Das ist eigentlich wirklich international. Das sieht man, wenn man die Serverliste da mal runtergeht, dann sieht man da die Landesflaggen immer vor. Ja, genau. Das ganze Spiel ist jetzt mittlerweile auch nicht nur in Englisch und Deutsch, sondern auch in Portugiesisch und Polnisch zu kriegen. Ich weiß nicht, welche Sprachen sie noch zugefügt haben. So, langsam müssen wir aber mal hier einen Maultierhirsch finden, das gibt's ja gar nicht. Ja, aber ich bin auch ganz streng. Wir haben nur noch 5 Minuten. Dann ist die Stunde schon um. Dann ist Feierabend, ja. Eieiei. Ja gut, dann klettern wir zumindest dann noch auf den Hügel hoch. Genießen noch ein bisschen den Sonnenaufgang. Wie komme ich denn eigentlich mit Skype bei dir an? Ich habe bei dir manchmal so komisches Knacken. Ganz komisches Knacken, aber dann ist es wieder weg. Knacken, also du bist eigentlich ganz klar. Ja. Ziemlich klar. Ja, so ist das halt mit Skype. Das ist manchmal nicht so hundertprozentig. Ja, solange wir uns verstehen. Ja, ja. Ist ja alles in Ordnung. Spielst du nur noch den Multiplayer eigentlich, oder? Also ziemlich. Also das hat sich so irgendwie rauskristallisiert, dass man eigentlich nur noch den Multiplayer spielt. Den Einzelspieler kann man immer noch spielen. Die meisten Wettbewerbe sind auch noch für den Einzelspieler. Aber Wettbewerbe sind so eine Sache. Da kann man halt auch noch EMS verdienen, wenn man unter die ersten 3 Plätze kommt, beziehungsweise bei großen Wettbewerben unter die ersten 10. Aber da ist der erste Platz zum Beispiel 100 oder 150 EMS. Und da auf den ersten Platz zu kommen, ist schon ziemlich schwierig. Da gibt es ein paar Spezialisten, die sind aber auch Dauerjäger hier. Und da gab es auch mal so eine Riesendiskussion um diverse Spielausnutzung, also gibt es so Spielmechanikausnutzung, Spawn-Mashing und so weiter, ja, oder ja, dass man Grafik künstlich so weit runterdreht, dass man da so Sachen halt sehr, sehr schnell sieht. Und das ist alles sehr sauer aufgestoßen. Deswegen ist das mit den Wettbewerben auch nicht mehr so, also mein Fall sowieso nicht. Ich nehme da, wenn ich ins Revier gehe und ich gucke, da ist ein passender Wettbewerb, dann nehme ich den wohl an. Kann ja sein, dass ich doch mal hier wirklich Glück habe und das Tier schlechthin erwische. Aber ansonsten genieße ich einfach dann im Multiplayer die Gesellschaft. Und spielst, halt du damit, spielst du da mit Fremden eigentlich? Oder? Also ich kenne die nicht persönlich. Wir haben uns jetzt so eine kleine Gruppe zusammengefunden. Mit denen spielt man dann regelmäßiger, ne? Man ein kennt sich Clan. Nicht dabei. Ja, Clan kann man das auch nicht nennen. Also, ich schätze mal, die Clans oder solche Gruppen, das wird jetzt irgendwann gefördert, wenn dann so Teamwettbewerbe aufkommen, ne? Dann schätze ich mal schon, dass es dann auch so Clanbildung geben wird. Aber dann genießt man einfach so das Jagen und die Gegend. Und vor allen Dingen ist ja auch viel davon abhängig, wie man jagt. Also jeder hat einen anderen Stil. Ich bin jemand, der schleicht halt gerne durch die Gegend und lässt die Tiere sehr, sehr nahe kommen, weil ich gerne mit dem Bogen jage. Und andere sind halt, die wollen unbedingt auf Entfernung schießen. Da sind so 200, 250 Meter für die. Und dann ballern die da durch die Gegend und dann verscheucht, wenn ich dann zu nah dran bin, verscheucht mir das natürlich das ganze Wild. Ne? Mhm. Irgendwie ist das alles sehr entspannend. Das ist irgendwie so ein bisschen wie Angeln. Ja. So, was ist hier? Was piept hier? Ist ja irgendwo ein Pilz. Was? Da steht ein Bier rum irgendwo oder was? Ja, ein Champignon steht hier. Ach, du meinst einen Pilz. Ich dachte, du meinst einen Pilz. Was kann der? Den kannst du aufsammeln. Und mehr kann der noch nicht. Ja, ich habe ihn einfach mal geklaut. Damit ich auch so ein kleines Erfolgserlebnis habe. Wir sind nämlich fast am Ende hier. Richtig, den kannst du dann zu einem Schwein legen. Dann gibt es nachher Wildschwein mit Pilz. Ja, ich glaube, im Fall von Wildschwein esse ich dann einfach nur den Pilz, glaube ich. Ich mag es nicht so.
Ja, Ostern war zum Beispiel Ostereier suchen, ne? Waren über Ostereier verteilt. Aha. So. Das, also da lassen die sich schon was einfallen, ne? Ja. Dann kommt man so Sachen gewinnen. Oder jetzt zum Valentinstag, da wurden für die Bögen extra so Armor-Pfeile verteilt. Ach so, ich dachte, die haben vielleicht irgendwie nackige Mädels versteckt oder so. Nee. Damit die Computerspieler auch mal eine Frau abkriegen quasi. Am Valentinstag. Man muss auch bedenken, wir haben ein paar jüngere Spieler auch dabei, ne? Also es ist, fängt teilweise schon ab 12 an. Ja, dann hätten sie halt ein Bikini angezogen oder so. Ja, wir sind aber jetzt leider am Ende hier und gut, ja. Schauen wir mal, wie es ankommt. Schon das, ne? Flugzeug, das nimmt uns gleich mit. Ah ja, genau. Ja. Ja. Und dann gucken wir mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da. Guckt mal beim Mungo auch, ne, auf das Gegenstück an Video. Da seht ihr dann auch mal jemanden, der was erschießt. Nicht nur jemanden hinterherläuft. Ja. Genau. Und deswegen würde ich sagen, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich sag ciao, ciao und bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, und gute Nacht da draußen, was auch immer ihr sein mögt. Bye, bye.